Also uns ist dieses Miteinander mit den anderen Wesen, also es war und ist uns auch immer wichtig. Das heißt, wir haben geschaut, dass auch Pflanzen da sind, die Tiere, also als Beispiel nicht nur gefüllte Rosen, sondern auch Wildrosen. Und wir haben auch einen Platz im Garten, wo wir gar nichts machen. Und ganz wichtig ist die richtige Pflanze im richtigen Standort, weil sie dort optimal gedeiht und wächst und sich wohlfühlt und glücklich ist. Und dann haben wir auch im Kompost, um den Kreislauf immer wieder zu schließen, also wir entnehmen das und geben das wieder überhaupt, das Geben und Nehmen. Das ist uns sehr wichtig, dass es eben ein Miteinander ist. Ja, und Wildpflanzen, also wir haben zum Beispiel eine Wiese, haben wir ganz aus der Düngung und aus der Bewässerung genommen. Und das sind jetzt wunderbare, also vom Löwenzahn über Gänseblümchen, das Johanniskraut, da mache ich ein Ölkraut. Also die sind dann alle gekommen. Die Schafgabel, genau. Dann auch Wegerechte sind gekommen. Genau. Ja. Und da sind wir so glücklich, weil das essen wir, verarbeiten wir, bedanken uns immer dafür. Also das ist, ja. So, das, was wir eingebracht haben dann mit 2001, ist auch diese Vielfalt zu erhöhen. Also, dass wir bewusst einen Teich gemacht haben, bewusst die Hecken mit heimischen Gehölzen ausgestattet haben. Wir haben Obstbäume gesetzt und Bärenobst. Vogelhäuschen. Vogelhäuser aufgehängt, Kräuter gepflanzt. Also, dass mehr der Lebensraum aufgewertet wird, weil unsere Kulturlandschaft ja rundum etwas stark genutzt ist und daher weniger Futter ist für die Insekten und Vögel. Und bei uns, wie der Teich 2002 fertig war, war es so ein wildes Treiben schon bei uns. Es sind so viele Vögel gekommen, das hat natürlich auch Raubvögel angezogen. Und so sind wir heute richtig integriert. Das macht uns große Freude, so auch wie gestern. Bei uns war es ja gestern ganz schön am Nachmittag, ganz warm schon. Wir hatten 13 oder 14 Grad. Wir haben Schneerosen in Töpfen auf den Stufen stehen zum Hauseingang. Die haben natürlich geblüht, diese Christ- oder Schneerosen. Weiß und einfach blühen sie ja. Und da sind schon erste Bienchen gekommen. Das ist natürlich eine Riesenfreude für uns, dass das auch so angenommen wird und dass wir da so dabei sind.